Im Studio zu Gast Dr. Scheer vom Hahn-Meitner-Institut in Berlin. Ein sehr renommiertes Institut. Und Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit einer neuen Technologie. Das, was wir eben gesehen haben, war ja meistens Silizium. Silizium als Solarzelle. Und Sie gehen in die Dünnfilmtechnik oder die Dünnschichttechnik. Was ist denn da der Unterschied? Der Unterschied liegt ja fast schon im Wort. Wir nennen diese bisherige Siliziumtechnologie auch Dickschichttechnologie. Die Siliziumzelle hat ja eine Dicke von etwa 200 Mikrometer. Da wird man auch nicht so sehr viel weiter runterkommen, weil sie einfach dann im Handling zu zerbrechlich wird und man sie nicht mehr produzieren kann. Von Dünnschicht spricht man, wenn man etwa ein Faktor 100 dünner ist, was die aktiven Schichten angeht. Und das heißt, wir haben Schichten in der Größenordnung von einigen Mikrometern. Aha, Sie haben ein bisschen was mitgebracht da. Da liegt so ein bisschen was. Ja, am eindrucksvollsten vielleicht kann man die Dünnschicht-Solarzellen natürlich demonstrieren, indem man sie abscheidet auf einem auch sehr dünnen Substrat. Dann kommen eben dort zwei Sachen zusammen, ein dünnes Substrat und eine dünne Schicht. Und das Ganze wird dann ein flexibles Produkt. Wo kann man das denn einsetzen? Irgendwo über die Autofläche drüber gezogen, oder? Das ist zum Beispiel ein möglicher Einsatzpunkt. Also Ihr Problem, dass Sie nicht genügend Leistung aus dieser Zelle herausbekommen, lässt sich natürlich über die Fläche eines Autos, die ja doch in der Größenordnung von 4 Quadratmetern ist, lösen. Das heißt, die Autobatterie ließe sich schon aufladen. Aber also viele mobile Einsätze. Aber kommen da ja trotzdem nicht bei raus. Ne? Wo sind Sie denn jetzt bei einem Wirkungsgrad bei diesen Dünnfilmtechniken? Also auf diese Techniken hier, Verbindungshalbleiter, wirken gerade im Maximum bei knapp unter 20%. Mhm. Und die Silizium, die gehen zum Teil hoch auf 30, ne? Silizium, Weltrekordwirkungsgrad im Labor natürlich, liegt bei etwas über 24%. Oh. Das heißt, man ist da gar nicht mehr so weit weg von der Siliziumtechnologie. Theoretisch haben wir 29%, werden wir aber so einfach nicht erreichen können. Das gilt vielleicht für eine einzelne, für eine kleine Zelle, ja? Das ist richtig. Es gibt zunächst einmal immer noch Forschungsanstrengungen, aus diesen Elementen eben wirklich eine optimale Solarzelle zu generieren. Und der nächste Schritt ist in der Produktion kann man dann die Laborwirkungsgrade reproduzieren. Herr Dr. Scheer, wäre das denn wirtschaftlich, wenn ich die 4 Quadratmeter meines Autos mit Solarzellen bestücke, um meine Batterie aufzuladen? Was kostet denn eine solche 4 Quadratmeter Solarzelle und was kommt an Leistung dabei heraus? Ja, Sie können grob rechnen, dass der Quadratmeter Solarzelle eines Tages in der Größenordnung von 50 Euro kosten wird. Heute haben wir aber noch viel Waren. Wie viel Watt würde der fabrizieren, der Quadratmeter? Ja, die Größenordnung ist etwa vielleicht zwischen 100 und 200 Watt pro Quadratmeter. Das heißt, es ist schon etwas, was für ein Auto interessant ist, insbesondere wenn man daran denkt, dass man ja viele Standby-Funktionen hat im Fahrzeug. Ist auch interessant fürs Haus. Ich mir überlege, da so 10 von diesen Platten aufs Dach zu legen. Genau, ich denke, damit kommen wir auch zu dem zentralen Einsatzgebiet natürlich. Das ist die Energieversorgung im größeren Maßstab, von mobilen Einsätzen mal abgesehen. Also stationäre Anlagen, entweder auf dem Haus, auf anderen Flächen, die in unserer Stadtlandschaft ja vorhanden sind, oder eben sogar auf Freiflächenanlagen draußen auf dem Feld. Was macht denn den Preis aus von dieser Solarzelle? Was ist denn da teuer oder billig dran im Vergleich zu Silizium, zu heutigen? In diesem Falle, was diese ganz spezielle Technologie angeht, ist es größtenteils noch die manuelle Arbeit, um so etwas herzustellen und zu verschalten. Aber wir müssen ja reden über Preisprognosen, über Kostenprognosen. Und da ist eine Triebkraft für die Untersuchung von Dünnschicht-Solarzellen eben, dass man zu günstigeren Kosten kommen kann, sagen wir sicherlich im Jahre 2010. Aber auch jetzt schon zeigt es sich, dass Dünnschicht-Solarzellen kostengünstiger sind als die Dickschichttechnik Silizium. Ist ja ein wahnsinniger Boom. Wenn man heute durch die Lande fährt, sieht man ja auch immer häufiger Dächer mit Solarzellen. Ein wahnsinniger Siliziumboom, der auch von China gedeckt wird. Denn das sind die großen Konkurrenten. Ne?
Die Konkurrenten sind natürlich inzwischen weltweit, aber es ist auch weiterhin so, dass Deutschland ein großer Herstellermarkt ist. Also von der 2006 installierten, neu installierten Leistung, das sind etwa 760 Megawatt Peak, kann man sagen, dass 500 Megawatt Peak kommen aus deutscher Fertigung. Das heißt, es ist immer noch auch ein sehr großer Herstellermarkt in Deutschland. Es ist denkbar, dass ich in absehbarer Zeit die Energie, die ich für mein Haus benötige, aus Photovoltaikzellen beziehen kann? Das kommt natürlich darauf an, welche Flächen Sie zur Verfügung stellen. Ein normales Haus ist vielleicht, was weiß ich, 12 Meter mal 8 Meter oder sowas. Besser verkaufst du die, ja. Das wären also in der Größenordnung von 100 Quadratmetern. 100 Quadratmetern. Sie können grob rechnen, dass Sie für 10 Quadratmeter ein Kilowatt Peak installieren können. Das wären also 100 Kilowatt Peak und aus denen könnten Sie 10 Kilowatt Peak und aus denen könnten Sie rausbekommen etwa 10.000 Kilowattstunden. Heißt, Sie haben einen durchschnittlichen Verbrauch von etwa vielleicht 4.000 Kilowattstunden, ja. Das heißt, es ist möglich. Mhm. Sie sprachen von Kosten in die Zukunft projiziert. Wann kann ich denn so etwas bezahlen? Wann wird es wirtschaftlich für mich? Wann ist es wirklich billiger, als wenn ich das von meinem Stromlieferanten bekomme? Ja, da hast du eben die 50 Euro gehört, ne? Da pro Quadratmeter. Ja, aber ist die Frage. Hier muss man etwas unterscheiden. Es wird erwartet, dass man etwa um das Jahr 2010, vielleicht etwas darüber, erreichen kann, dass man die selbst generierte Energie von seinem Dach zu einem vergleichbaren Preis bekommt, wie die Sie als Verbraucher bezahlen müssen. Das heißt, es wird sich dann schon lohnen für Sie, zu den Zeiten, wo die Sonne scheint, Ihre Energie selber zu transformieren. Also noch ganz kurz die Grafik zeigen, denn so ein bisschen Hintergrund ist ja immer ganz gut. Das ist eine Dünnfilm. Technik, die hier gezeigt wird? Ja, diese Abbildung soll mal verdeutlichen. Hier unten ist der Maßstab. Das ist ein Mikrometer, also ein Millionstel Meter. Mhm. In welcher Größenordnung sich Dünnschichttechnologie abspielt, das heißt, in welch dünnen Schichten das Licht komplett absorbiert werden kann. Wir sehen hier einen Dreischichtaufbau. Das ist die sogenannte Fensterelektrode, die die Eigenschaft hat, das Licht durchzulassen, aber den Strom zu leiten, die Rückelektrode. Und hier ist die eigentliche Absorberschicht. Hier wird das Photon in ein Elektronenlochpaar umgesetzt. Mhm. Jetzt sind wir schon wieder am Ende des Beitrags angelangt. Ich finde, das ist hochinteressant, was da noch alles auf uns zukommt. Und da sind wir wahrscheinlich noch lange nicht am Ende. Vielen Dank.